how we roll. This is how we ride. This is how we will be on the west side. This is how we roll. This is how we ride. This is how we represent on the east side. Wir sind in 1. Johannes 5. War cool, die Lieder haben heute wieder voll gut zum Thema gepasst. Wir haben uns nicht abgesprochen. Herr Markus weiß noch nicht, was kommt. Das ist der Heilige Geist, das ist schön zu erleben, immer wieder. Wirf nochmal das Bild drauf, was wir vorhin hatten. Genau hier, das ist ein Bild aus der Filmserie Band of Brothers. Oder auf Deutsch hieß das, wir waren wie Brüder. Handelt von einer Fallschirmjägereinheit im Zweiten Weltkrieg, die hinter die feindlichen Linien abgesprungen ist und die da viele gefährliche Aufträge erledigen mussten. Die hatten einen tödlichen Feind, also wenn eines rauskommt aus diesen Kriegsfilmen, die haben nicht rumgefackelt. Das ist nicht Fair Play. Wenn irgendeine in Schusslinie kommt, dann wurde der abgeknallt. Das Ziel, so ist es im Krieg, ist, den Feind zu töten. Und diese Fallschirmjägereinheit musste große Opfer bringen. Viel Leid, viel Entbehrungen, viele Verluste. Und sie haben alles dem großen Ziel untergeordnet. Aber am Ende waren sie siegreich. Und Leute, das ist unser Leben als Christen. Das christliche Leben ist nichts für Weicheier. Wir haben es ziemlich bequem als Christen in Deutschland. Und vielleicht zu bequem. Ein Stück weit sind wir eingelullt und vielleicht sogar gelangweilt und eingeschlafen. Und das ist tödlich. Und wir müssen uns das immer wieder in Erinnerung rufen, dass unser Leben, dass unser Glaube kein Spiel ist, sondern wir leben im geistlichen Krieg. Geistlichen Krieg, im geistlichen Kampf um die Seelen, um die Herzen von Menschen. Wir haben starke Feinde unserer Seelen und die wollen uns tot sehen. Vor allem geistlich tot. Wollen uns zerstören. Und wenn dir dieses Szenario nicht gefällt, dann tut es mir leid, aber dann wach auf. Weil das ist die Realität. Wenn du unvorbereitet aufs Schlachtfeld gehst, dann wirst du fallen. Also wir müssen wach sein, wir müssen aufmerksam sein, wir müssen fokussiert sein, wir müssen diszipliniert sein, wir müssen jederzeit kampfbereit sein, wir müssen zusammenstehen als Brüder und als Schwestern, weil das sind wir. Wir sind eine Band of Brothers und Schwestern auch. Sisters. Klingt irgendwie nicht so cool, Band of Sisters, aber... aber okay, ich bin ein Kerl, die Mädels sehen das vielleicht anders. Aber es ist wichtig, dass wir zusammenstehen, oder? Und deswegen auch unser Männerstammtisch morgen. Das ist wichtig. Aber darum geht es hier. Zum Abschluss von dem Brief von Johannes wird er uns drei unserer Feinde zeigen. Drei Gefahren für unser geistiges Leben. Das erste ist Sünde. Das zweite ist der Teufel und seine Freunde. Also mächtige geistliche Personen, die gegen uns sind. Und die wirken durch diese gottlose Welt und durch falsche Lehrer. Und als drittes werden wir Götzen sehen. Falsche Gottesbilder, falsche Lebensinhalte, falsche Ziele. Und das heißt nicht unbedingt, dass wir heute Statuen anbeten oder rumstehen haben oder in irgendwelche Tempel gehen. Ich meine, manche tun das in falschen Religionen. Vielleicht sehen unsere Tempel auch nur anders aus. Vielleicht sind es Bürogebäude und Banken und Pubs und Discos und Bars. Wir haben dieselben Götzen wie in der Antike. Menschen heute beten Erfolg an und Sex und Geld und Drogen und Alkohol und Wohlstand und Ruhm und Macht und Unterhaltung, sich selbst. Dafür leben viele Menschen. Dafür opfern viele Menschen. Oft alles, machen kaputt, Götzendienst macht kaputt. Unsere Familien, Gesundheit, Gesellschaft, Freundschaften, unsere Seele.
Das ist die traurige Realität. Das Schlachtfeld dieser Welt ist übersät mit Leichen, mit ausgebrannten Selbstverwirklichern und deprimierten, einsamen Materialisten. Jede zweite Ehe geht kaputt. Die Psychopraxen sind voll mit Menschen. Und wir reden da noch gar nicht von den Alk- und Drogentoten und Spielsüchtigen und Pornosüchtigen und so weiter und so fort. Letztendlich sind diese Menschen Opfer von Zielverfehlung, von Gottverfehlung, von Götzendienst. Das ist, was Götzendienst ist. Und das Opfer von geistlichen Mächten, an die sie vielleicht gar nicht mal glauben. Das erste, das wichtigste Gebot Gottes, die erste Regel im Leben ist, du sollst keine Götter neben mir haben. Und das ist der Schlusssatz hier in diesem Brief. Johannes schreibt, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wenn wir unser Leben richtig ausgerichtet haben, wenn wir für Gott leben, ja, dann ist unser Leben richtig zentriert. Dann wird unser Leben heil sein. Dann haben wir Schutz, dann haben wir Beistand in diesem geistigen Kampf, in dem wir sind. Und Johannes wird uns beides zeigen. Ja, wir haben starke Feinde, die sind sehr gefährlich, aber als Christen, wir haben auch einen Vater. Und der beschützt uns. Und der ist der wahre Gott. Und der offenbart sich uns in Jesus Christus. Und in ihm sind wir siegreich und sicher. In Vers 13 hat uns Johannes geschrieben, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und dann sehen wir in den folgenden Versen viermal diese Phrase, wir wissen. Im Vers 14, wir wissen, dass er uns hört, wenn wir ihn bitten. Das hatten wir letztes Mal. Vers 18, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Also keinen Lebensstil der Sünde wählt und der Böse tastet ihn nicht an. Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Vers 20, wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat. Also wir müssen geistig klar sehen. Wir müssen Klarheit haben, wenn wir bestehen wollen. Wir müssen wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir müssen wissen, zu wem wir gehören. Wir müssen wissen, wen wir anbeten. Wir müssen verstehen, in was für einer Welt wir leben. Das, was Johannes uns hier gibt, ist fast so wie so ein Briefing vor dem Kampfeinsatz. Wo er sagt, hier Soldaten, Kerle, das ist, worauf es ankommt. Darauf müsst ihr ausgerichtet sein, darauf müsst ihr achten. Über die Macht des Gebetes haben wir letztes Mal gesprochen. Und im Kontext von Gebet spricht er jetzt über unseren ersten Feind. Das ist die Sünde. Lasst uns lesen die Verse 14 bis 16. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Das haben wir letztes Mal gesehen. Und dann sagt er weiter im Vers 16, wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tod, soll er bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die nicht zum Tod sündigen. Es gibt Sünde zum Tod. Nicht im Hinblick auf sie sage ich, dass er bitten solle. Vers 17, jede Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde, die nicht zum Tod ist. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Nicht ganz einfach zu verstehende Verse. Die große Diskussion hier in dieser Stelle ist, was ist damit gemeint? Was ist die Sünde zum Tod? Und da gibt es ganz viele Meinungen, wenn ihr Ausleger lest. Ich gebe euch mal zwei weiter, die für mich Sinn machen. Denn offensichtlich ist, dass es erkennbar ist, ob wer diese Sünde zum Tod begeht oder begangen hat oder nicht. Also die eigentliche Frage in dieser Diskussion ist, geht es um den geistigen Tod, um Verdammnis oder geht es um den physischen Tod? Und die erste Möglichkeit wäre, dass die Sünde zum Tod geistig gemeint ist, Abfall von Jesus.
So wie diese gnostischen Irrlehrer, gegen die Johannes geschrieben hat, die aus der Gemeinde herausgegangen sind, die ihre eigene Sekte gegründet haben, die Göttlichkeit und die Menschwerdung von Jesus verleugnet haben, die das Werk Jesu am Kreuz wirklich verleugnet haben und die zurückgehen wollten zu einer Selbsterlösungsreligion durch Erkenntnis. Und in Hebräer 6, Vers 4 hat der Schreiber des Hebräerbriefs geschrieben, es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, da sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Das ist die eine Auslegung. Sie sagen, okay, das ist geistlich gemeint. Die Leute sind hoffnungslos verloren. Zweite Möglichkeit ist, dass der physische Tod gemeint ist. Gott ist ein Vater. Und Gott liebt uns. Und Gott will uns beschützen. Und Gott sagt uns das, was er uns sagt, weil er es gut mit uns meint. Und weil er uns beschützen will. Und das, was er uns sagt, ist das Beste und das Heilste für uns. Und weil er uns liebt und weil er uns beschützen will, züchtigt er uns auch, wenn wir rebellieren, wenn wir nicht auf das hören, was er uns sagt, wenn wir auf dem schlechten Weg unterwegs sind, wo wir uns wehtun würden. Sprüche 3, Vers 12. Wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Wir machen das mit unseren Kindern, oder? Hoffentlich. Jonathan hat letzte Woche eine Lektion gelernt. Der ist mit so einem Weinstoppel aus Metall in die Steckdose rein. Und oh Mann, hat mir einen Heidenschrecken eingejagt. Ich war gerade oben und es hat nur gemacht, die ganzen Lichter waren aus und ich habe ihn weinen gehört unten. Und Gott sei Dank haben wir einen FI-Schalter, sonst wäre er wahrscheinlich tot gewesen. Schrecken, habe mich auch schuldig gefühlt ein Stück weit. Das war eine Steckdose, die war hoch oben, deswegen hatten wir da keinen Schutz drin. Sonst haben wir in allen natürlich eine Kindersicherung drin. Jetzt ist auch da eine drin. Die Lektion habe auch ich gelernt. Aber wir lieben unsere Kinder. Und wir mögen sie lieber lebendig als tot. Wir mögen sie lieber lebendig als tot. Ich habe an diese Western gedacht, tot oder lebendig. Deswegen hatte ich den Tod zuerst. Aber wir wollen sie lieber lebendig als tot. Ich meine das ganz ehrlich von Herzen. Obwohl ich mir manchmal denke, jetzt könnte ich dir den Hals umdrehen. Aber und deswegen, weil wir sie lieber tot als lebendig haben, oh Mann. Lass uns beten, lass uns heimgehen. Schnitt. Weil wir sie lieber lebendig als tot haben wollen, haben wir schon immer eine Regel in unserem Haus. Jungs, an die Steckdosen dürft ihr nicht dran. Lasst die Finger von den Steckdosen. Und es ist auch so bei uns, wenn sie dran gehen, dann gibt es eine Konsequenz. Das haben wir nun von klein auf gelernt. Deswegen haben wir Kindersicherungen drinnen. Deswegen setzen wir Konsequenzen, wenn sie nicht auf dieses Gebot oder dieses Verbot hören. Weil wir Eltern wissen, dass sie sich wehtun, dass es tödlich ist, wenn sie sich da widersetzen. Also wir Eltern, und ich sage ganz besonders, wir Väter zu uns Männern als Leiter, als geistliche Leiter in unserer Familie, wir sind berufen, unsere Kinder zu beschützen, sie zu unterweisen, sie zu ermahnen. Und dazu gehört auch, sie zu züchtigen, wenn sie nicht hören, wenn sie auf einem zerstörerischen Weg unterwegs sind. Und das macht uns nicht Freude, das macht unseren Kindern erstmal nicht Freude, da machen wir uns nicht unbedingt beliebt bei unseren Kindern, wenn wir Konsequenzen setzen. Aber wenn du zusiehst, wie dein Kind an der Steckdose spielt und du nicht eingreifst, dann bist du kein guter Vater. Dann bist du keine gute Mutter. Und ich hoffe, wir stimmen da alle überein.
Und das gilt auch für geistlich gefährliche Dinge. Wenn du siehst, dass dein Dreijähriger von mir aus eine rebellische Einstellung hat, oder dass sich irgendein nichtchristlicher Kerl für deine 18-jährige Tochter interessiert und sie mit ihm ausgehen möchte, oder wenn du siehst, dass dein 16-jähriger Sohn mit den falschen Leuten abhängt, mit der Partytruppe, die hier mit Alk und Saufen und Porno und Mädels und Nächte durchzocken rummacht, und wenn du wegschaust und nicht eingreifst, dann bist du echt ein Weichei. Kann man nicht anders sagen. Dann bist du kein guter Vater, dann bist du auch keine gute Mutter. Und ich sage das nicht, um irgendwem zu verdammen, aber ich meine, lass uns mal geistig klar sehen, so ist es. Dann nimmst du deine Verantwortung nicht wahr. Und Gott fordert uns heraus, und ich möchte uns herausfordern, ich predige zu mir selbst, dass wir aktive Eltern sind. Aktive Väter sind, dass wir involvierte Eltern sind mit unseren Kindern. Und das gilt auch für die Gemeinde. Dass wir geistliche Eltern sind für die jüngeren Geschwister im Glauben. Dass wir aufeinander Acht haben, dass wir einander auch nachgehen und einander zurechtweisen und konfrontieren in Liebe, wenn das sein muss. Das gehört dazu, das ist ein Teil von einander leben. Unser himmlischer Vater beschützt seine Kinder. Und deswegen weist er uns auch zurecht. Und deswegen züchtigt er uns, wenn wir auf dem falschen Weg sind, wenn wir vom richtigen Weg abkommen. Und manchmal in extremen Fällen sogar sehr krass. Bis zum Tod sehen wir in der Bibel. Denkt an Apostelgeschichte 5. Ananias und Sapphira, die gelogen haben und geheuchelt haben, und Gott hat sie bis zum Tod gezüchtigt. Oder denkt an 1. Korinther 11. Da waren Leute, die haben sich vor dem Abendmahl besoffen und die haben ihr Essen nicht geteilt mit den armen Geschwistern. Und wir lesen in 1. Korinther 11, Vers 30, deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen. Krass. Heißt nicht, dass sie verloren sind, aber der Vater hat sie nach Hause gerufen, bevor sie noch mehr anstellen. Bevor sie sich selbst und andere noch mehr kaputt machen. Das klingt krass, aber ist eigentlich ein Schutz. Das ist himmlischer Hausarrest. Der himmlische Papa sagt, ihr Troublemaker, bleibt bei mir zu Hause. Okay. Und offensichtlich für Verstorbene brauchen wir und sollen wir nicht beten. Aber was die Sünde zum Tod genau ist, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist gar nicht der Fokus dieser Bibelstelle hier. Der Fokus ist die Sünde, die nicht zum Tod führt. Also wenn du irgendwelche Geschwister sündigen siehst, die noch lebendig herumlaufen. Was sollen wir tun, wenn ein Bruder und eine Schwester sündigt? Und zuerst, ich habe hier ein paar Punkte. Der erste Punkt ist, wir sehen hier eine gute Definition von Sünde in diesem Abschnitt. Sünde ist Ungerechtigkeit. Im Vers 17. Ungerechtigkeit. Sünde ist was, was nicht recht ist. Was nicht in Ordnung ist. Was nicht heil ist. Was nicht gut ist für dich. Und du weißt es in deinem Gewissen. Gott hat sein Gesetz, seinen Maßstab auf dein Herz gelegt. Und einfach damit wir es nicht verpassen und es nicht manipulieren, hat es uns auch noch schwarz auf weiß in die Bibel geschrieben, in sein Wort geschrieben, was recht ist, was richtig, was heil ist und was nicht. Gott liebt dich und er will dein Bestes, er will dich beschützen. Zweiter Punkt, wenn wir von dem abweichen, was heil und was recht ist, dann bringen wir Unrecht und Unheil in unser Leben und in das Leben von anderen. Römerbrief sagt uns, der Lohn der Sünde, von jeder Sünde, ist der Tod. Die Konsequenz von Sünde ist Zerstörung und Tod. Tod von Freude, Tod von Beziehungen, auch der Beziehung zu Gott, Tod der Gesundheit oft, Tod der Zukunft. Und wenn du deine Sünden mitnimmst in die Ewigkeit, ewiger Tod.
Sünde zerstört. Sünde ist gefährlich, ist was Ernstes, ist tödlich. Siehst du das so? Erstmal fühlt sich Sünde gut an, oder? Ist vielversprechend, würden wir sagen. Fühlt sich gut an, sieht schön aus. Sonst wäre es keine Versuchung. Aber Sünde hat einen Haken. Das ist wie beim Angeln. Ich weiß nicht, wer von euch angelt. Ich nicht. Ich kann nicht so lange still sitzen. Aber ich habe mir sagen lassen von denen, die angeln. Wenn man angelt, macht man einen schönen fetten Köder auf den Haken. Und die Fische sind echt dumm. Die schwimmen da rum und plötzlich sehen sie, mein Lieblingsköder. Und dann merken sie, was da noch dran hängt. Nämlich ein Haken. Und den fressen sie mit. Und der ist tödlich. Und ich habe mir sagen lassen von den Leuten, die angeln, dass sie nicht viel, also irgendwelche Schilder daneben hängen auf eine Boje, wo drauf steht, hey, was wir wirklich vorhaben, lieber Fisch, ist, dass wir dich an den Haken fangen und dich rausziehen und totschlagen und aufschlitzen und ausnehmen. Dann würden die vielleicht erstmal ein bisschen rumschwimmen um diesen Happen und mal genauer hinsehen, was da noch alles dranhängt. Nee, wir haben nur diesen fetten Köder vor Augen. Und ich habe auch gelesen, dass für jeden Fisch man so einen anderen Köder braucht. Also jeder Fisch hat so seinen Lieblingsköder, so wie das bei uns auch ist. Was ist dein Lieblingsköder? Für manche ist es Alkohol oder was immer du rauchst. War für mich persönlich nie eine Versuchung. Für andere ist es Mädels oder Jungs. Vor allem diese süßen Jungs, wenn sie nicht Jesus nachfolgen. Naja. Für manche ist es Geld. Für manche ist es das bequeme Leben. Was ist der Köder in deinem Leben? Es ist wichtig, dass wir mal drüber nachdenken. Es ist wichtig, dass wir wachsam sind. Weil der Teufel schläft nicht und der Teufel beobachtet uns. Und er wird dir eines Tages diesen Köder vor Augen halten. Garantiert. Wird er das unter die Nase halten. Und da musst du bereit sein. Und der Feind spielt nicht fair. Der wird es oft tun, wenn du schwach bist, wenn du einsam bist oder isoliert bist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Gemeinschaft wirklich leben. Er wird sie vor die Nase halten, wenn du hungrig bist, wenn du müde bist. Denk an die Versuchung Jesu in der Wüste. Er spielt nicht fair. Also dritter Punkt ist, wir müssen Sünde ernst nehmen. Wir können uns nicht leisten, irgendwie herumzuspielen. Und ihr wisst ja, jede große Sünde fängt mit einer kleinen Sünde, mit einem kleinen Kompromiss an und dann einen Schritt weiter und einen Schritt weiter und einen Schritt weiter. Niemand fällt von heute auf morgen einfach so in Ehebruch oder verlässt Jesus, geht irgendwelche riesen Kompromisse ein, bringt jemanden um. Nee, das fängt ganz langsam an, in Gedanken und in Herzen, mit kleinen Dingen. Und Jesus sagt uns, wir müssen radikal umgehen mit Sünde in unserem Leben. Jesus hat es so krass gesagt, dass er gesagt hat, wenn deine Hand oder dein Arm dich zur Sünde verführt, dann schneid ihn ab und wirf ihn weg. Und wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es raus und wirf es weg. Bitte nicht wörtlich nehmen. Aber Jesus macht einen Punkt, wie krass wir mit Sünde umgehen müssen. Wie gefährlich das für uns ist. Jesus hat gesagt, es ist besser mit einem Arm oder einäugig in das Reich Gottes einzugehen, als verloren zu gehen mit beiden Händen und mit beiden Augen. So krass ist Sünde. Müssen wir ernst nehmen. Nicht rumspielen. Gott hat
unsere Sünde ernst genommen. So ernst, dass er in Jesus gekommen ist, um sie zu zerstören und um sie zu neutralisieren. Und das war krass. Sünde ist so tödlich, so ernst, dass Jesus ans Kreuz gekommen ist dafür. Und wir sehen am Kreuz, wie tödlich Sünde ist. Auch geistlich tödlich, als Jesus ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist, was Sünde tut in deinem Leben. Schau auf Jesus am Kreuz, das ist dein Platz. Also wir dürfen nicht leichtfertig damit rumspielen. Aber vierter Punkt, den ich machen will, ist, du kannst siegreich sein gegen die Sünde. Nicht aus eigener Kraft. Wenn wir auf uns selbst vertrauen, dann haben wir schon halb verloren. Aber aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und Gott gibt uns die Zusage in seinem Wort, dass er nicht zulassen wird, dass wir über unser Vermögen, über das, was wir ertragen können, versucht werden. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Versuchung ist nicht gleich Sünde. Wenn du versucht wirst, heißt das einfach, du bist im Spiel. Der Ball ist gerade bei dir. Also seht das auch so ein bisschen Versuchung als sportliche Herausforderung. Wenn Gott Versuchung zulässt in deinem Leben, heißt es immer auch, Gott traut dir es zu bestehen. Nimm das als Ermutigung. Wenn du sagst, oh, sowas habe ich noch nie erfahren oder noch nie erlebt, dann heißt es auch, du warst noch nie so stark wie jetzt. Gott wird nicht zulassen, dass du über dein Vermögen versucht wirst. Du warst noch nie so bereit. Also jetzt, erwarte das, geh mit offenen Augen durch diese Welt, wir sind im Krieg, ja, erwarte diese Anfechtungen, diese Versuchungen, und wenn sie kommen, wenn der Ball zu dir kommt sozusagen, dann steh deinen Mann, steh deine Frau. Epheser 6, Vers 13, ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet oder besiegt, überwältigt habt, stehen bleiben könnt. Dass ihr der Sieger seid. Und Jakobus hat uns gesagt, wenn wir uns Gott unterwerfen und dem Teufel widerstehen, dann wird er von uns fliehen. Das ist eine Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Also du kannst siegreich sein, du kannst bestehen. Fünfter Punkt, und darum geht es hier jetzt. Wenn du einen Bruder oder eine Schwester sündigen siehst, dann was sollst du tun? Dann lest im Vers 16. Ist klar, du sollst jemanden anderen davon erzählen. Oder steht es da? Ja. Nee, nicht tratschen, sondern bitten steht hier. Wenn deinen Bruder sündigen siehst, dann bitte. Für ihn. Gebet ist die machtvollste, die stärkste Waffe, die wir haben in diesem geistlichen Kampf, in dem wir sind. Jakobus hat uns gesagt, viel vermag das Gebet eines Gerechten. Vers 16 lesen wir hier, Gott wird ihm das Leben geben. Gebet ist machtvoll. Gebet verändert auch mein Herz. Wenn ich bete für den Bruder, für die Schwester, die ich sündigen sehe, das zieht auch hier diesen Balken aus meinem eigenen Auge. Und ich kriege erst wirklich Gottes Herz, damit ich ihn auch in Liebe konfrontieren kann, wenn das nötig ist. Werden sollte. Also sprich nicht mit dem Dritten darüber, über die Sünde eines anderen, die du gesehen hast, sondern sprich erst mit Gott darüber und dann, wenn es dran ist, sprich mit dem Bruder, mit der Schwester persönlich darüber, wie wir in Matthäus Kapitel 18 lesen. In Liebe. Sag, hey Bruder, Schwester, ich mache mir echt Sorgen um dich. Hey, was geht ab? Kann ich für dich beten? Kann ich dir helfen? Irgendwie. In Liebe. Als sechsten Punkt sehen wir das Verhältnis eines echten Nachfolgers Jesus zur Sünde. In Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Und das ist hier eine fortwährende Zeit im Griechischen. Also es geht hier um einen Lebensstil. Jemand, der wirklich neu geboren ist durch den Geist Gottes, wird nicht auf Dauer einen Lebensstil in Sünde wählen.
Der Heilige Geist, der in uns wohnt, kann Sünde nicht ausstehen. Es betrübt ihn. Und als Christen werden wir nie mehr wieder glücklich sein können mit Sünde in unserem Leben. Und deswegen, wenn du sündigst, hoffentlich stehst du schnell auf und kehrst um und tust Buße und wendest dich davon ab. Kennst du das? Zweiten Feind sehen wir den Teufel. Und der hakt gerne in unsere Schwachheiten, in unsere Sünden ein. Teufel und seine Freunde, die Dämonen, geistliche Wesen, geistliche Personen. Vers 18, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern der aus Gott geborene bewahrt ihn. Und ich glaube, damit ist Jesus gemeint. Jesus bewahrt ihn und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Also der Teufel hat die ganze gottlose Welt unter seinem Einfluss. Ob denen das bewusst ist oder nicht. Ist dir das bewusst? Ist das deine Sicht der Dinge, die wir hier lesen? Teilst du diese Weltanschauung? Oder bist du realitätsfremd? Lebst du, lebe ich in diesem Bewusstsein? Wir sind auf dem Schlachtfeld, Leute. Nicht im Urlaub. Nicht auf dem Spielplatz. Wir müssen geistig klar sehen. Kapitel 2 hat Johannes schon drüber gesprochen, über Weltlichkeit und was für eine große Gefahr das für unsere Seele ist. Also werden wir da jetzt nicht nochmal viel drüber reden. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wenn ein Schiff im Meer ist, ist es okay, aber wenn das Meer in das Schiff reinkommt, dann ist es sehr, sehr schlecht. Dann ist es sehr gefährlich. Wir sehen Menschen in der Bibel, die völlig unter der Kontrolle von diesen bösen geistlichen Wesen sind. Wo Dämonen ihr Sprachzentrum kontrollieren, also die reden durch diesen Menschen, die übernatürliche Kräfte haben von diesen dämonischen Personen. Also wir haben sehr starke geistliche Feinde. Aber wir sind auch nicht allein. Allein hat man keine Chance. Aber sie sind für Gott kein Gegenüber. Der Teufel und all diese geistlichen Mächte sind genauso Geschöpfe wie wir und er ist der Schöpfer. Im Vergleich zu Gott sind sie wie eine Ameise im Vergleich zum stärksten Mann, den es gibt auf dieser Welt. Der macht einfach und es ist aus mit der Ameise. Also überhaupt kein Vergleich. Und wir sehen das im Buch Hiob, dass der Teufel den Hiob nur so weit anrühren durfte, wie Gott es ihm erlaubt hat, wie Gott es zugelassen hat. Also wir sind aus Gott. Und der Böse darf uns nicht antasten. Wir sind als Gottes Kinder unter seinem Schutz. Und er hat dem Teufel und diesen dämonischen Personen Grenzen gesetzt. Im 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern, wacht, okay, wieder Leute, aufwachen, lasst uns klar sehen, was abgeht in dieser Welt, auch geistlich. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist seine Absicht. Er versucht, uns zu verschlingen, er versucht, uns durch Brüllen hier Angst einzujagen, uns zu verdammen, uns zu entzweien, uns zu versuchen, uns zu belügen. Und er darf uns ein Stück weit von außen angreifen, aber er darf uns nicht haben, sozusagen. Gott hat ihm eine Grenze gesetzt. Wir sind unter Gottes Schutz. In Johannes 10 hat Jesus gesagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle.
als der Mächtigste, als der Größte von allem. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Im Kapitel 3 hat uns der Johannes im Vers 8 schon gesagt, hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich, in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. In ihm haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Und dann im Kapitel 2 lesen wir weiter im Kolosserbrief, er ist das Haupt jeder Macht und jeder Gewalt. Also er ist über allem. Unser Gott ist der souveräne Herrscher über die ganze Schöpfung. Er ist der siegreiche König auf dem Thron. Kolosser 2, Vers 15. Er hat am Kreuz die Gewalten und die Mächte, da geht es um diese geistlichen Mächte, völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Also ja, der Teufel ist ein brüllender Löwe, aber er ist besiegt von Jesus. Und er ist an Gottes Kette, sozusagen. Und als Kinder sind wir unter seinem Schutz. Mach mal das Video drauf. Wir werden heute mal die technischen Möglichkeiten voll ausreizen. Hier, ein kleines Video als Beispiel. Das ist ein gutes Bild. Das ist, was der Teufel tun will. Er ist ein Löwe, der will uns auffressen, der will an uns ran, an Gottes Kinder. Aber er kann nicht, er hat eine Grenze. Wir sind beschützt von Gott. Er hält seine schützende Hand über uns. Ah, schaut euch das mal an. Das Kind heult nicht mal. Die wichtigste Frage für dich heute ist, kannst du ehrlich sagen, ich weiß, dass ich aus Gott bin. Ich weiß, dass ich sein Kind bin. Ich weiß, dass ich ewiges Leben habe. Ich weiß, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Und ich vertraue auf ihn allein. Ich lebe für ihn allein. Kannst du das sagen? Auf wessen Seite bist du in diesem geistlichen Krieg? Das ist das alles Entscheidende. Weißt du, woher du bist? Weißt du, wer du bist? Weißt du, wer er ist? Das ist der letzte Punkt hier. Dritter Punkt. Die Wahrheit über ihn wird uns verlügen und wird uns vor Götzen fernhalten. Lass uns den Vers 20 lesen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wenn du nach einer Stelle suchst, wo klar ausgesagt wird, dass Jesus Gott ist, hier hast du eine. Und dann zum Schluss, und das ist ein seltsamer Schluss eigentlich. Er sagt hier nicht liebe Grüße und so weiter, sondern er sagt zum Schluss, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Punkt. Und dann ist Schluss. Damit es in den Gedanken hängen bleibt. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Rufzeichen. Das Gegenteil von Christentum ist nicht Atheismus. Das Gegenteil von Christentum ist Götzendienst. Jeder Mensch ist ein Anbeter, ob er das zugibt oder nicht. Dazu sind wir geschaffen. Und wenn wir den Römerbrief Kapitel 1 lesen, dann sehen wir, dass es nur zwei Alternativen gibt. Wir können entweder den Schöpfer anbeten oder wir beten das Geschöpf an, das Geschaffene. Also wen willst du anbeten? Den wahren Gott oder einen Götzen, etwas Geschaffenes? Und schau in deinen Tagesplaner rein. Schau an, was aus deinem Geldbeutel rausgeht und wohin das geht. Und dann bekommst du eine ziemlich gute Idee, ganz praktisch,
wofür du lebst, was dir wirklich wichtig ist, was wirklich zentral ist in deinem Leben. Anbeten, jemanden anbeten, bedeutet so viel wie jemanden oder etwas dem höchsten Wert zuschreiben, die höchste Priorität einzuräumen. Etwas oder jemanden wirklich zum Zentrum, zum Lebensmittelpunkt zu machen, zu dem, wofür wir auch Opfer bringen. Also wofür, für wen, für was lebst du? Das ist dein Götze oder dein Gott. Und jeder betet entweder den wahren Gott an oder einen Götzen. Jeder lebt für den wahren Gott oder für einen Götzen. Jeder opfert für den wahren Gott oder für einen Götzen. Jeder opfert Zeit und Energie und Geld und seine Gaben. Das muss irgendwo hin. Jeder opfert sein Leben entweder für Gott oder für einen Götzen. Wir können nicht anbeten. Unsere Ressourcen, unser Leben, unser Herz, unser Geld, es muss irgendwo hin. Die Frage ist wo. Und es wird irgendwo hin. Bei jedem Menschen. Jeder Mensch investiert sein Leben in irgendwas. Jeder Mensch betet an. Und der einzige Weg, wie wir uns vor Götzen hüten können, ist, dass wir den wahren Gott anbeten. Das ist unser Metaziel, sage ich mal, das große Ziel. Das große Ziel ist nicht aufzuhören, zu sündigen. Das große Ziel ist, dass wir anfangen, Gott anzubeten. Und dann erledigt sich der ganze Rest automatisch und von alleine. Das Ziel ist, dass wir uns selbst Jesus Christus hingeben. Dass wir uns aufopfern für ihn. Dass unser Herz, unsere Energie, unser Geld, unsere Gaben, alles in sein Reich und in ihn fließt. Dass wir darin unser Leben investieren, zu seiner Ehre. Und Jesus hat gesagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist, wie wir das praktisch tun. Und warum wollen wir Jesus anbeten? Die Antwort ist, weil er es wert ist. Er ist der Einzige, der es wirklich wert ist, dass wir für ihn leben und dass wir uns um ihn ausrichten und dass wir unser Herz, unser Geld, unsere Ressourcen, unser ganzes Leben in ihn investieren. Er ist der Einzige, der es wirklich wert ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr Offenbarung Kapitel 5 aufschlagen mit mir. In der Offenbarung Kapitel 5 sehen wir Gott, sehen wir Jesus auf dem Thron. Und wir sehen Milliarden von Engeln und die Gemeinde Jesu, alle Geschöpfe um ihn versammelt, die ihn anbeten. Offenbarung 5, ab Vers 12. Und sie rufen mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Jesus, unser Retter, der für uns zu einem Opfer geworden ist. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen, diese Engelwesen, sprachen Amen und die Ältesten, die die Gemeinde repräsentieren, fielen nieder und beteten an. Jesus ist würdig. Wer ist dein Gott? Ist er würdig? Ist er deine Anbetung wert? Nur einer ist es wert. Und das ist Jesus Christus, der einzige Gott, der wahre Gott, unser Schöpfer, unser Retter. Sieh das klar, sieh ihn klar und dein Leben wird die richtige Ausrichtung bekommen. Er ist die liebevollste, liebenswerteste, liebenswürdigste Person,
der existiert. Er ist absolut heilig, er ist absolut rein, er ist absolut gut, er ist absolut gerecht, er ist absolut liebevoll. Er ist allmächtig, er sitzt auf dem Thron über alles, über das ganze Universum. Er herrscht über alles, was existiert. Und deswegen macht es nur Sinn, dass wir ihn auch auf dem Thron unseres Lebens und unseres Herzens sitzen lassen und dass wir ihn über uns herrschen lassen. Ich meine, warum würdest du gegen ihn rebellieren wollen? Du kannst nur verlieren. Du wirst nur verlieren, wenn du das tust. Aber in ihm wirst du Sieger sein und wirst du mitherrschen und mitverherrlicht werden und ultimativ voll Freude und voll Heil sein. Deswegen schreibt uns Paulus zum Abschluss Römer 12, Vers 1, kennen die meisten von euch. Ich ermahne euch nun, Brüder und auch die Schwestern, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber, das heißt euch selbst, darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Das ist vernünftig. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. Nur einer ist es wert, für ihn zu leben und ihn anzubeten. Und das ist unser Herr und Retter Jesus Christus. Amen. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen ihn anbeten. Wir wollen auf ihn schauen. Wir wollen ihm diesen Wert ausdrücken, den er für uns hat. Wir wollen das durch Lieder und Gebete tun und wir wollen das auch tun, indem wir Abendmahl feiern und betrachten, was er für uns getan hat. Und hey, was für eine gute Gelegenheit, um dein Leben neu auf ihn auszurichten. Vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht auch neu. Wenn du erkannt hast, oh, ich bin ein bisschen eingeschlafen, ich habe den geistigen Blick verloren für die Realität in dieser Welt und vor allem für das, was wirklich zählt, für ihn. Dann kehr um, nicht kompliziert. Einfach bekennen und sagen, ja Herr, da ist mein Leben nicht ganz in die richtige Richtung gelaufen, aber ich will umdrehen, ich will mich neu auf dich ausrichten. Und danke, dass du für den ganzen Mist bezahlt hast, dass du mich gerettet hast. Das dürfen wir feiern heute Morgen. Amen. Ich möchte euch vorlesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Wenn wir schon davon hatten heute Morgen. Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch aber prüfe sich selbst. Nicht den, der neben dir sitzt oder die, die hinter dir sitzt. Jeder prüfe sich selbst. Und so esse er von dem Brot und trinke er von dem Kelch. Abendmahl ist ein Gedächtnismahl für alle, die Jesus vertrauen und glauben. Und wir wollen das mit einer ehrfürchtigen Haltung tun. Nicht so wie die Korinther, die besoffen waren und die Geschwister missachtet haben in dieser Haltung, sondern in Einheit, mit Ehrfurcht, voller Anbetung. Und wir wollen das heute Morgen auch so machen, um diese Einheit auszudrücken. Wir wollen das Abendmahl jetzt austeilen. Der äußerste Kreis ist Wein, die inneren Kreise sind Traubensaft. Und dann lasst uns aufeinander warten. Und wir wollen dann miteinander beten und miteinander das Abendmahl feiern und das, was Jesus für uns getan hat.
Wir feiern eigentlich nicht Abendmahl, wir feiern Jesus. Ne? Abendmahl ist eine Art und Weise, wie wir das ausdrücken und wie wir uns das vor Augen halten dürfen, was er für uns getan hat und was wirklich zählt. Und lasst uns einstimmen jetzt in diesen Chor der Engel und aller Heiligen und sagen, würdig bist du, würdig ist das Lamm. Amen. Lasst uns beten und lasst uns dazu aufstehen, um unsere Ehrfurcht auch körperlich auszudrücken. Herr, wir danken dir, dass du das Lamm geworden bist, das Opfer, das uns erlöst von unserer Schuld, das uns frei macht von aller Verdammnis. Aber Herr, danke auch, dass du der Löwe bist, Löwe vom Stamme Juda. Der Sieger auf dem Thron. Du bist würdig zu empfangen alle Macht und Lobpreis und Herrlichkeit. Wir wollen dir unsere Anbetung ausdrücken heute Morgen. Zu mir an deinem Tisch stehen. Und Herr, danke, dass du dich uns hingegeben hast und dieses Stück Brot, was wir in unseren Händen halten, symbolisiert uns das. Und Herr, weil du dich uns hingegeben hast, wollen wir uns jetzt auch wieder ganz neu entscheiden, uns dir hinzugeben. Sei du das Zentrum. Herr, dir soll unser Leben gehören. Unser ganzes Herz, unsere Zeit, unser Geld, unsere Gaben, unsere Ressourcen. Wir wollen es für dich opfern, Herr, denn du allein bist würdig. Lass uns gemeinsam das Brot essen und ja, dadurch auch unsere Hingabe an ihn ausdrücken. Herr, wir danken dir, dass dieser Kelch ausdrückt, dass der Preis bezahlt ist für all unsere Schuld. Und Herr, dass es ein Zuspruch für uns ist, dass wir jetzt heute wieder neu anfangen können, mit der ganz reinen Wäsche, weiß gewaschen von dir. Danke, Herr, für dein großes Opfer für uns. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt reinwäscht und wegwäscht alle Verdammnis, alles schlechte Gewissen, alle Gesetzlichkeit, all das, was raus muss aus unserem Leben. Ich bete, dass wir uns neu in dich verlieben, Herr. Neu in dieser Ehrfurcht vor dir stehen, als unserem Herrn und König. Wenn wir jetzt von deinem Kelch trinken. Lass uns das gemeinsam tun. Wir beten weiter an in unseren Liedern. Super. This is how we roll, this is how we ride, this is how we boogie on.
the west side. This is how we roll, this is how we ride. This is how we represent on the east side. This is how we roll, this is how we ride. This is how we roll, because we Christ side. This is how we roll, this is how we ride. This is how we roll, because we Christ side. We praise you, Lord, we praise you, Lord. We love you, Lord, we love you, Lord. We praise you, Lord, we praise you, Lord. We praise you, Lord, we love you, Lord.